Tag allerseits. Mal wieder ein Video über den Nissan Navara. Aktuell beschäftigen wir uns heute mal mit dem 2021er N-Guard. Im Laufe des 2020er Modelljahres haben die Fahrzeuge ja gewisse Modifikationen erfahren. Und deshalb wollen wir uns das mal ein bisschen angucken im Vergleich zum Vorgängermodell, wo da die Unterschiede liegen, im speziellen Falle zum 2019er Tecna. Jetzt würden wir hier natürlich kein Video machen, wenn es nur um irgendwelche Ausstattungen ging, aber im Wesentlichen hat sich auch die Steuerung und die Sensorik des Motors verändert, was für uns zur Folge hatte, dass wir hier mal eine neue Entwicklung tätigen mussten und darauf eingehen mussten. Da bietet sich natürlich auch an, dass man generell dann mal guckt, was hat sich an dem Auto grundsätzlich verändert. Wir werden uns heute also damit beschäftigen, dass wir einerseits gucken, wo liegen die Unterschiede. Wir gucken mal leistungstechnisch, was der Navara in Serie hat. Und wir werden natürlich auch gucken, was in Verbindung mit unserer Tuning-Maßnahme am Ende an Mehrleistung rauskommt. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit dem Einbau des Zusatzsteuergerätes für das Motortuning. Und wir gucken nochmal drauf, wie die Gaspedalelektronik bei dem Navara verbaut wird. Grundsätzlich für diejenigen Leute, die sich jetzt nicht so häufig mit unserem Kanal oder unseren Videos beschäftigen. Der Navara ist eigentlich ein ständiger und treuer Begleiter bei uns im Fuhrpark. Wir haben jetzt seit Jahren immer wieder Navaras im Einsatz durch alle Modellgenerationen hindurch. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell den 5. oder den 6. Navara am Start und haben dadurch natürlich auch einerseits den Eindruck, weil wir die Fahrzeuge selber benutzen, was wir da wie vielleicht optimieren könnte. Und wir haben natürlich andererseits auch die Langzeiterfahrung zu sagen, okay, wo sind da die Schwachstellen, wo muss man drauf achten, was sollte man vermeiden und so weiter und so fort. Das ist also tatsächlich eines der Fahrzeuge, das uns über verschiedene Fahrzeuge seit Jahren begleitet. Deshalb denke ich mal, können wir da auch ganz gute Tipps liefern. Ich weiß auch, dass immer wieder Kommentare kommen unter den Videos. Das ist ein Nutzfahrzeug. Warum bietet ihr dafür ein Tuning an? Was soll das? Wenn man Leistung braucht, muss man sich ein anderes Auto kaufen. Aber da habe ich dann manchmal auch so meine Zweifel, ob die Leute, die das schreiben, überhaupt so einen Navara haben oder ob die sich nur gerne mal äußern müssen. Weil ich glaube, wer sich mit dem Navara länger beschäftigt hat, zumal wer auch das Vorgängermodell mit dem V6 kannte, der ja dann irgendwo in 2016 oder so durch diesen etwas schwachbrüstigen Vierzylinder 2.3er ersetzt wurde, der wird schon verstehen können, dass es eigentlich ein gewisses Bemühen geben muss, den Navara leistungsmäßig ein bisschen zu pimpen. Und ich glaube, einerseits ist es uns sowieso gut gelungen und andererseits ist es tatsächlich von Vorteil, wenn man so ein Auto ein bisschen agiler, ein bisschen durchzugsstärker, ein bisschen aggressiver vom Ansprechverhalten gestalten kann. Und wer das nicht will und wer sich lieber hinten anstellt und mit dem Navara langsam fährt, der kann dann an der Stelle auch schon wieder abschalten. Gut, gehen wir mal ein bisschen in die Details. Also unser letzter Navara war wie gesagt der 2019er Tecna. Da haben wir ja auch das ein oder andere noch lackiert, weil wir zum damaligen Zeitpunkt kein N-Guard bekommen konnten. Und von daher muss ich natürlich sagen, kommt mir jetzt der N-Guard sehr entgegen, weil er all diese Modifikationen, die wir eigentlich immer nachträglich durchführen, schon von Hause aus hat. Leider sind die Teile nicht in schwarz-matt lackiert, sondern glänzend. Aber gut, so ist es halt, kann man nichts dran ändern. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich den N-Guard geil, weil diese ganzen Details, Dachreling, Trittbretter, Türgriffe, Felgen, Nase, Stoßstangen, dass das alles in schwarz lackiert ist, das gefällt mir doch sehr gut. Und deswegen würde ich also, wenn sich die Möglichkeit ergibt, eher zum N-Guard greifen als zum Tecna. Und auch im Innenraum muss ich sagen, diese Leder- oder Teillederausstattung mit diesen farblich abgesetzten Nähten. Ich habe es mal gesehen bei einem 2019er N-Guard, da waren die Nähte gelb abgesetzt. Jetzt hier bei dem 2021er sind sie blau abgesetzt. Finde ich persönlich wirklich sehr attraktiv optisch.
Und auch wenn der N-Guard den Nachteil hat, dass es den nur mit dieser Teillederausstattung gibt, also mit diesen mittleren Sitzteilen in Stoff, finde ich es dennoch optisch eigentlich schöner wie das komplette Leder auf den Sitzen bei dem Tekna. Aber das ist wahrscheinlich am Ende Geschmackssache, ist klar. Die Unterschiede oder die optisch erkennbaren Unterschiede zum modifizierten Modell sind natürlich relativ gering ausgefallen. Als markantes äußeres Merkmal haben wir ein neues Felgendesign bei gleichen Felgen und Raddimensionen wie vorher. Da muss ich sagen, hat mir eigentlich das alte Design besser gefallen. Wenn ich mir angucke, bei dem 2019er hatten wir die Felgen schwarz lackiert. Ich fand einfach, dass die Felgen in dem 2019er Design größer wirken als jetzt das neue Felgendesign. Aber grundsätzlich beim N-Guard sind sie wenigstens schwarz, von daher so weit, so gut. Wenn wir im Innenraum gucken, wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Mittelkonsole mit einem größeren Display, bisschen anders angeordneten Bedienknöpfen. Die Menüführung ist überarbeitet worden, ist jetzt etwas angeglichen an die Menüführung, wie sie zum Beispiel auch im GTR vorhanden ist. Ich bin grundsätzlich über die Jahre kein großer Freund, auch durch verschiedene Fahrzeuge, GTR und 370Z und so weiter haben wir auch im Fundus. Da muss ich sagen, weder die Auflösung noch die Menüführung finde ich besonders gut gelöst. Es gibt andere Hersteller, die das besser können. Aber grundsätzlich ist das neue Display schon eine Verbesserung. Wenn ich jetzt so im Bereich Soundsystem, Radio und so weiter gucke, würde ich sagen, da hat sich gar nichts verändert. Klingt wie vorher, kann ich keinen Unterschied erkennen. Ich meine zu erkennen, dass diese Park-Distance-Kamera und diese Rundherumblick-Kamera, dass das ein bisschen besser ist als im 2019er Modell. Das mag aber auch daran liegen, dass das Display besser ist. Aber wie gesagt, vielleicht sind die Kameras auch in irgendeiner Form modifiziert. Ansonsten, der einzige weitere Unterschied, den ich im Innenraum gefunden habe, war das Kombi-Instrument. Da hat sich die Skalierung des roten Bereiches vom Drehzahlmesser etwas verändert, aber auch Petitessen. Ansonsten muss ich sagen, Kombi-Instrument, Lenkrad, Sitze, die ganzen Bedienschalter, Türverkleidungen, was auch immer, Schalthebel und so weiter und so fort. Da hat sich nichts geändert. Also die Modellpflege hält sich wirklich von der Optik sehr in Grenzen. Bei dem 2019er Tekna war es noch so, dass wir diese Kunststoffwanne für die Pritsche zusätzlich kaufen mussten. Die ist beim N-Guard jetzt dabei gewesen. Leider hat die Wanne vom N-Guard nicht diesen Kantenschutz. Das hat mir eigentlich besser gefallen. Aber jetzt ist es A von Hause aus dabei und B muss ich sagen, es gibt jetzt wesentlich mehr Befestigungspunkte auf der Ladefläche und das ist ja auch nicht so schlecht. Also diese ganzen Befestigungspunkte, die jetzt der 2021er hat, die hatte unser 2019er nicht gehabt. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich schon im Wesentlichen, was so die optischen Unterschiede angeht bei dem Navara. Dann können wir auch schon zu der Technik kommen. Der Motor wurde überarbeitet, was Steuerung und Sensorik angeht. Das heißt, die hat jetzt Zen-Technik Einzug gehalten, also digitale Sensoren und digitale Übertragung ans Motorsteuergerät im Teilbereichen, also was die Ladedrucksteuerung angeht. Das ist eigentlich eine sehr fortschrittliche Sache, das mittlerweile bei vielen Herstellern Einzug hält. Und ich muss sagen, ich war eigentlich überrascht, dass es jetzt schon im Navara drin ist. Weil der Navara ist ja eigentlich schon ein älteres Auto, sage ich jetzt mal, gibt es seit 2016 oder so. Und es gibt ja viele deutsche Hersteller, Premium-Hersteller auch, die diese Technik noch nicht im Einsatz haben, zumindest nicht bei allen Modellen. Von daher war ich schon ein bisschen überrascht, dass es jetzt im Navara verbaut ist. Und das hat natürlich auch erfordert, dass wir unser Tuning dahingehend angepasst haben. Das heißt, wir mussten jetzt für die modifizierten Navaras unsere entsprechende Zen-Hardware verwenden und dadurch hat sich halt auch ergeben, dass wir da die ganze Entwicklung, was jetzt Leistungsentfaltung angeht, nochmal überarbeitet haben und geguckt haben, was da jetzt rauskommt und wie es aussieht. In Serie soll der Navara 140 kW, 190 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment haben. Da kann ich nur sagen, dass haben bisher alle Navaras, die wir getestet haben, erreicht und es waren nicht wenige. Auch jetzt hier der N-Guard
hatte 236 PS und 455 Newtonmeter, also geringfügig sogar etwas mehr. Aber das ist was, was sich eigentlich durch all die Jahre und all die Modelle, die wir getestet haben, zieht, dass ich tatsächlich sagen kann, Gott sei Dank streuen die Navaras nicht nach unten. Es gibt auch durchaus mal Hersteller, wo ein Auto mal 10, 12 PS weniger hat oder 20 Newtonmeter weniger. Aber das kann ich tatsächlich für den Navara sagen, haben wir noch nie erlebt. Alle Navaras, die wir getestet haben oder für Kunden gemessen haben, hatten die angegebene Leistung des Herstellers erreicht. Dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns schon mal direkt mit dem Einbau unseres Motortunings. Das ist beim Navara, ja, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber es sind doch ein paar Handgriffe vonnöten, auf die ich hier mal kurz eingehen möchte. Also zunächst müssen wir mal den Kunststoffdeckel über dem Motor entfernen. Der ist nur gesteckt. Dann könnten wir unsere beiden Sensoren lokalisieren. Der eine sitzt in der Nähe vom Ölstab, der andere sitzt am Ende des Relrohres. Das ist leider bei diesem Motor mit einem Kunststoffkästchen oder Deckel verdeckt. Das heißt, wir sind gezwungen, diesen Deckel zu demontieren. Die Demontage ist eigentlich kein Problem. Man muss halt nur darauf achten. Man hat einerseits drei Schrauben, die entfernt werden müssen. Dann haben wir nach vorne hin vielleicht noch diese eine Halterung vom Kabelbaum, wo man die Schraube auch noch entfernt, damit man diesen Deckel entsprechend entnehmen kann. Auf der rechten Seite bzw. auf der Fahrerseite, so gesagt, haben wir zwei Kunststoffklipse, die ausgehakt werden müssen. Da sollte man darauf achten, weil die aus Kunststoff sind, dass man sie halt nicht zerbricht. Oder was auch passieren könnte, dass man diese Klipse aus ihrer Verankerung herauszieht, wenn man sie löst. Das wäre auch schlecht, wenn einem das in den Motorraum runterfällt. Also das ist halt so ein bisschen blöd. Man muss diesen Deckel öffnen. Dann kann man am Ende des Relrohres die Steckverbindung erkennen, wo wir mit unserem Kabelbaum dazwischen müssen. Entweder man legt jetzt halt das Kabel aus einer der vorhandenen Durchführungen nach draußen und hat dann halt immer wieder, wenn man es aus- und einbauen möchte, das Problem, dass man diesen Kasten entfernen muss. Oder man macht sich's bequem, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich habe einfach da hinten auf der Höhe von der Steckverbindung ein Loch reingefräst. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich das alles wieder zusammengebaut habe, diesen Stecker öffnen und schließen und auf Serienzustand zurückführen, ohne jetzt irgendwas schrauben oder entfernen zu müssen. Ich muss einfach nur den gesteckten Deckel entfernen. Also von daher eine probate Lösung. Wer sich jetzt ins Höschen macht, dass er da nicht reinbauen will oder so, der muss halt den umständlichen Weg gehen. Der zweite Sensor, der ist frei erreichbar, also gar kein großes Problem. Ich würde empfehlen, dass man vom Relsensor das Kabel parallel zu dem vorhandenen Kabelbaum verlegt, da mit Kabelbindern das Ganze natürlich fixiert. Immer darauf achten, dass man nicht zu nah an heißen oder scharfkantigen Teilen vorbeikommt. Auch wenn unser Kabelbaum in einem hitzegeschützten Rillrohr verbaut ist, sollte man darauf achten. Das heißt, wir legen dann entlang des Kabelbaumes den verbleibenden Kabelbaum Richtung Beifahrerseite. Da verbinden wir dann noch den Ladedrucksensor und logischerweise unser Steuergerät. Dann sind wir eigentlich schon durch an der Stelle. Ich will es ja nur mal kurz anreißen. Unser Steuergerät können wir dann auch auf der Beifahrerseite verbauen, auch entsprechend mit einem Kabelbinder befestigen. Natürlich immer überprüfen, ob wir alles korrekt eingebaut haben. Fahrzeug mal starten, gucken, Gas geben, geht keine Lampe an, haben wir alles richtig gemacht. Will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, nur einfach mal grob anreißen, wo die Reise hingeht. Im Prinzip am Ende Deckel drauf, Affe tot, nee, wie heißt, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich vergessen. Klappe zu, Affe tot, so heißt es, genau. Ja, haben wir das Tuning schon eingebaut und sind eigentlich fast schon zufrieden, aber jetzt gucken wir uns noch das Gaspedal an, weil der Zweiklang von Tuning und Gaspedal bei dem Navara macht es halt besonders attraktiv. Dazu müssen wir mal in den Fußraum des Fahrzeuges hinabtauchen. Wenn wir das Gaspedal verfolgen, dann können wir am oberen Ende die Steckverbindung vom Kabelsatz sehen. Da haben wir so eine rote Verriegelung, die wir öffnen müssen. Das ist ganz praktisch, weil damit der Stecker auch gleichzeitig geführt wird. Das heißt, wir entriegeln den Stecker, fügen unseren Kabelbaum dazwischen, verriegeln das Ganze wieder. An unserem Kabelbaum haben wir die entsprechenden Gegenstücke der Originalstecker. Dann ist das sehr einfach miteinander zu verbinden. Worauf wir immer achten sollten beim Gaspedal, dass wir
da nichts verlegen, kabeltechnischer Natur, was uns am Ende irgendwie in den Füßen rumbaumelt, dass wir uns Pedale blockieren, am Ende noch die Bremse oder uns irgendwie am Gaspedal verheddern. Also da natürlich mit Sinn und Verstand verbauen. Meine Empfehlung wäre, rechts am Gaspedal vorbei, dann haben wir da so ein bisschen Teppich und Mitteltunnel. Da kann man die ganze Elektronik dann verbauen. Da haben wir auch nicht die Gefahr, dass es uns in die Füße fällt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Orte, wo wir das unterbringen können. Zur Not können wir das Ganze auch nochmal mit einem Kabelbinder fixieren, um da ganz sicher zu gehen. Aber da sollte man halt darauf achten, dass einem das Gelärchen nicht in den Füßen rumbaumelt. Ansonsten kann man da eigentlich nicht sehr viel verkehrt machen. Und dann sind wir mit unserer Einbaumaßnahme soweit schon durch. Soweit, so gut. Jetzt kommt der angenehme Teil, die Begeisterung über die Mehrleistung. Wir haben jetzt hier am Ende 236 PS und 555 Newtonmeter. Das heißt, in der Send-Variante hat der Motor sogar noch ein paar PSchen und Newtonmeter mehr, wie er es zum Vergleich des unmodifizierten Motors hatte. Und das heißt, wir sind jetzt hier am Ende bei 44 mehr PS und 100 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das macht sich sehr deutlich bemerkbar. Natürlich wird da kein Sportwagen draus und es ist immer noch ein Nutzfahrzeug. Aber der Navara ist ja so von seinem aktuellen Fahrwerksabstimmung durchaus ein Auto, wo man auch mal höhere Geschwindigkeiten durch Kurven und auf der Autobahn fahren kann. Und man kann ganz klar feststellen, das Ansprechverhalten ist deutlich verbessert. Ich spüre jetzt wirklich, dass ich das Drehmoment über ein breiteres Band zur Verfügung habe. Wenn ich beschleunige, wenn ich überhole, dann geht es alles deutlich schneller. Oder wenn ich mal auf der Autobahn unterwegs bin und mal irgendwie zügig auf 180, 190 kommen will, dann ist es schon ein Riesenvorteil. Und ich muss einfach sagen, der Navara mit den 190 PS zu dem Navara mit den 236 PS, das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und ich habe bis jetzt jeden Navara, den wir hatten, getuned. Und ich könnte mir nicht vorstellen, das Auto ungetuned zu fahren. Tatsächlich, weil dann wäre mir echt zu schwach. Und dann können jetzt wieder alle auf mir rumhacken, dass ich nicht verstanden habe, wofür ein Navara da ist. Der muss doch arbeiten. Da muss ich doch in den Wald mitfahren und Holz zersägen. Ja, scheiß drauf. Trotzdem hätte ich da gerne ein bisschen mehr Leistung, weil mir das Ding halt so schwach war. Und das haben wir hier gut hinbekommen. Und wir haben schon mit vielen Navaras viele Kilometer zurückgelegt. Von daher kann ich sagen, aus meiner Sicht eine harmonische Sache, eine deutliche Verbesserung. Hin und wieder wirkt sich sogar noch positiv auf den Spritverbrauch aus. Aber das ist eigentlich nicht meine Prämisse, sondern mir geht es darum, dass das Ding mehr Schub hat. Und das haben wir hier tatsächlich gut erfüllt. Optional kann man sich das Ganze natürlich auch noch mit einer Funkfernbedienung oder mit einer App-Steuerung ausstatten. Dann hat man die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kennlinien der Motorsteuerung zu wählen und auch zwischen verschiedenen aggressiven Kennlinien für das Gaspedal. Man kann auch per Knopfdruck in den Serienzustand zurück. Würde mir jetzt eigentlich gar nicht einfallen, warum man das tun wollte. Ich habe noch nie irgendeinen Grund gefunden, warum ich das Tuning mal ausschalten sollte beim Navara. Aber egal, man könnte es, wenn man es wollte, ist eine Option. Kann man machen, muss man nicht machen, weil aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass ich seit Jahren die Navaras in der Max-Stellung fahre und damit sehr zufrieden bin. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, die ich jetzt vergessen habe oder die mir gar nicht so aufgefallen sind beim Vergleich zwischen 2019 und 2021. Aber egal. Das Wesentliche, zumindest aus meiner Sicht, habe ich hier erwähnt. Ich denke mal, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin, wiederhören.